Hallo liebe Leute, willkommen zurück hier im Jurassic Park bzw. auf der Anlage B und Maul. Wir beschinden. Sag mal, wer ist das denn? Ja, das ist der Wolle. Servus Wolle. Hallo. Ja, wir befinden uns hier auf den Dächern bzw. ich habe schon gesagt über den Dächern von Jurassic World, Jurassic Park, wie auch immer. Sind jetzt gerade hier auf dem Weg, mal kurz auf gut Deutsch uns zu verkrümeln. Weil wir haben keine Lust mehr. Ich mach das Ding kaputt, das brauchen wir eh nicht mehr. Also diese ganze Raptor-Geschichte und so. Nein, also weißt du, diese Raptoren, ne? Die haben so eine aggressive Grundhaltung. Ja, ich weiß auch nicht, das gefällt. Und die Pflege von denen. Das missfällt mir einfach, weißt du? Das ist ja mal so als von 90er. Oh cool, was ist das? Hier, was ist das denn? Eine Box. Cool, eine Box. Ich springe in die Box. Ist drum? Ah, das ist so eine Peilsender-Schüssel. Ja, gut, ich würde sagen, ja, gehen wir weiter. Ja, sicherlich. Ich bin mal echt gespannt, wie das ist. Boah. Dino? Drei Dinos. Ich mach das Licht mal aus. Der Dino an der Zahl 3. Ja, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich einfach an den vorbei. Ach, guck mal, der Helikoptöter. Ich glaube, also wenn das jetzt auf Zeit geht, der sieht irgendwie grimmig aus, der Heli. Der Heli? Der Heli sieht irgendwie grimmig aus, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich spring hier rüber, die beißen sich zu. Boah! Wow. Alter, der hat mich fast erwischt. Ach, die Knabber. Irgendwie bin ich runtergefahren. Boah, scheiße. Es hat deinen Arm. Es hatte meinen Arm. Hör auf! Du sollst nicht beißen! Mann, bin ich froh, wenn das in, wenn die mal irgendwann domestiziert werden. Ob das jemals passiert, man weiß es ja nicht, ne? So. Kommst du dann nochmal? Bin schon da, alles schön. Ich bin hier nämlich gemütlich an. Dino Kloppen? Nö. Guck mal, da ist eine Banane. Warum ist da eine Banane? Ach, guck mal, da geht's hoch. Ich glaube, da sind wir richtig. Ja, als Banane. Schon wieder! Ist aber fast. Dino? Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, normalerweise hättest du das machen müssen, ne? Das ist ja sehr eigentlich gering, schon, ne? Aber ich nehme dafür gleich die Waschmaschine. Alles klar, die Waschmaschine. Einmal die Waschmaschine, bitte! So, kannst auch weiterklettern. Echt? Cool. Ich geh mal nach oben. Ja, müsste gehen auch nach oben. Das ist aber schön hier. Die haben aber hier eine ganz schön große Antenne. Na toll. Cool. War ja klar, dass du da was machen musst. Natürlich. Kurbel! Hey, was passiert denn da? Sie macht's kaputt! Ein. Ist das richtig? Ich weiß. Oder es geht voll ab. Aha. Moin. Ah, jetzt können wir rübersliden. So sieht's aus. Ja, ich bin da. Miste kommen direkt hinterher. Schade, ich wollte das Ding da eigentlich abreißen. Haben wir jemanden, der schießen kann? Nee, ne? Eher da oben vielleicht. Nee. Hat ja keine Kanone, der hat ja nur. F40-Apparat. Kann man den noch anwählen jetzt? Na klar. Nee, kann man nicht. Ja klar? Nee. Ja klar kann man das nicht anwählen. Da okay, ja dann können wir nichts machen. Ne? Dann mal schnell runter von der Insel. Was geht ab, Kollege? Es kommt noch ein Hubschrauber. Noch einer? Also wirtschaftlich ist das nicht, was die machen. Nee. Ja, guck, das sieht voll grimmig aus, der Heli. Abpfiff, schade. Kotzt sie alle aus. Wie viele denn noch? 4 Stück? Ein bisschen. Kommunikationszentrum. Abgeschlossen. So, was macht man denn jetzt? Was mag denn jetzt noch kommen? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Wir sind von der Insel runter. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendwas kommt. Nee, ich auch nicht. Nee. Ich bin gespannt. 100% waren wir Überlebender. Easy going. Ich glaube, so oft waren wir noch nie irgendwie wahre Überlebender, beziehungsweise bei Star Wars war es ja Jedi. Ja. Ich glaube, da waren wir schon lange nicht mehr so nah dran, irgendwas zu schaffen. Das stimmt. So, weiter. Fortsetzen. Überspringen. So, mal gucken, was jetzt kommen mag. Oh, wir sind schon wieder hier. Ich möchte gern weg hier. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Eine Dino-Info. Der Brachiosaurus ist eine Größe von so Endos. Ja. Was? Aha, Minifiguren. Goal. Das ist viel. Oh, wo sind wir denn? Hier! Seattle! Nein. Sieht irgendwie. Komm, keine Hunde, Dinos und keine Äpfel. Ja, essen wir durchaus. Ja.
durchaus stringent. Also, nö, also die lassen da nicht viel aufkommen. Schicker Wagen. Das ist auch sein einziges Problem. Vor 15 Jahren hatte John Hammond einen Traum. Doch in der nächsten halben Stunde wird John Hammonds Traum in anderer Gestalt in Erfüllung gehen. Heute Abend werden wir den Jurassic Park San Diego mit einer Mega-Attraktion... Das Schiff ist da. So früh schon? Es kommt gerade. Jo, wo hast denn du deinen Führerschein gemacht? Auf der Kirmes geschossen? Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Nee, die packen... In den USA allgemein Schiffe fahren immer so zum Hafen. Ach so. Das ist da standardisiertes Verfahren. Ach, ja gut, ja dann. Ich weiß auch gar nicht, was die jetzt alle da am Ausrasten sind. Und oh mein Gott. Keine Ahnung. Man weiß es nicht, ne? So, wir kloppen hier mal alles kaputt. Ein Reporter steckt fest. Der arme Reporter. So, was kann ich denn hier machen? Ah. Ach so, da. Ich helfe dem guten Mann mal. Ah, wo ist denn die Grill? Zack, geschafft. Okay. Nee, den Pulitzer kriegt der Nick schon. Tut mir leid. Räum mal erstmal hier auf. Ja, mach das. Ich bin hier drüben. Irgendwie ist es komisch. Da vorne ist ein Loch im Rumpf. Erinnert ein bisschen an die Titanic. Ich komme noch zurück zu dir. Passiert noch irgendwas bei dir? Hast du gehört? Das Verrückteste, was ich heute sehen werde. Das Boot ist einfach zack in den Steg reingekracht. Ich werde heute bestimmt nichts Verrückteres mehr sehen. Okay. Was ist eigentlich auf dem Schiff? Ich habe das Memo nicht gelesen. Das ist geil. Also Side-Stories muss man sich halt auch mal geben. Bei ja, durchaus. Also finde ich ziemlich nice. Wärst du nicht da gewesen, dann wäre er... Na, dann wäre er nicht... ich meine, da wäre jetzt nichts passiert, aber... Das war frech. Oh, ich habe da drin was kaputt gemacht. So, dann gehen wir weiter, Käfig, oder? Das ist ein Käfig, da ist ein Truck. Knecht, kommst du? Wohin? Hier. Süden von dir. Was ist mit dem hier los? Ja, chillt. Süden von dir. Ja, ganz ruhig. Bisschen weiter nach links. Links, Kollege! Ja, wie weit denn noch? Am Ende vom links! Alter, links. Du rennst nach rechts! Nein, das war links. Guck mal, hier, das ist links. Und das ist rechts. Ja, und du bist mal immer... Wohin? In welche Richtung bist du gerannt? Ich bin eben gerade hier hin. Du bist vom Steg nach rechts gerannt. Ich bin hier hin. Lauf den Steg nach links. Den Steg? Lauf den Steg nach links! Das musst du auch so sagen, du Hirni. Okay. Ach, guck mal, da steht er! Ja, du musst auch sagen, den Steg nach links. Du hast einfach gesagt, lauf nach links. Also bin ich auf die linke Seite gelaufen. Ja. Trottel. Das ist echt nicht einfach mit dir. Du musst dich auch klarer ausdrücken. Da hinten! Wo da hinten? Ich will da nichts mehr zu sagen. Der nächste Spacko, der hier festsitzt. So, ich mach mal hier den Kran. Vielleicht ist da oben ja irgendwas. Da kann man bestimmt was zusammenbauen. Ja, bestimmt. Das ist so eine Vermutung von mir. Auf der Seite jetzt ins Innere vom Schiff. Huch! Klar, jetzt. Ja, im Laderaum wird es auch sicherlich Überlebende geben. Das klingt für mich ja, logisch. Ja, da oben gibt es wirklich noch Überlebende. Leute, helft dem Mann doch mal. Blöd, oder? Idioten. So, bist du schon rüber? Ja, du kannst dann rein. Oh. Ich geh schon. Das ist aber Sicherheitsjump. Ich kann immer nicht rein. Besser ist das für dich. Hallo. Was sind da oben? So, dann sammle ich halt mal gemütlich Münzen, während du nichts machst, ne? Kannst du mal gucken, ob du nicht irgendwie hochkommst? Bestimmt kann man das. Willst du noch nicht, ne? Ist klar. Ja, ich suche ja, ich schlag hier alles zu drei. Zu klump. Du verstehst? Ich würde mal an der Reling gucken, hier vorne. Das Ding da. Das sieht mir nur schwer danach aus, aber... Ich glaube eher dieser große Kran da. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, er hat das hier vorne. Weil das da so in näherer Umgebung ist. Das halte ich für ein Gerücht. Ich will auch nach oben. Ich will auch gucken, was da ist. Ich kann da wirklich nichts machen. Gut. Kannst du nicht kaputt schlagen? Nö. Und durch den Schiffsbauch kann ich nicht
gehen. Schade. Weil da ist es dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich bin Kanadier ursprünglich. Verstehe ich. Aha. Ey, das ist ein großer Laderaum. La 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 la. Wie baust du den jetzt auf? Ah, das ist ein Leben. Das könnte ein bisschen eng werden mit dem Hubschrauber. Ja, gut. Aber du musst den Container beiseite schieben. Langweilig. Und wie geht's sonst so? Ja. Heute irgendwas Spannendes passiert? Nee, nicht wirklich. Ah, jetzt kannst du damit auch den Vollidioten retten. Also ganz ehrlich, wenn du ihn nicht rausziehen kannst und ein erstes Ding hochheben musst, dann ist der platt. Dann ist nicht viel Bein mehr da, ja. Na gut, laufen wird überbewertet. Juhu, oh, oh. 2 von 3. Ich hab ein bisschen Angst. Da bewegt sich etwas. Ja, das... Das ist mir persönlich ein bisschen unangenehm. Sag mal, ja, genau, und der nächste gleich auch noch. Das ist eindeutig ein Schwimmcontainer. Ja, ist ganz klar, der kann schwimmen und hat das Seepferdchen gemacht. Ganz klar. So, hi. So, jetzt kommen wir hier wieder alles zerdippern. Oh yeah. Lieblingsbeschäftigung. Alles schön. Du darfst hier nicht sein. Boah. Das ist Privatgelände. Ich geb dir gleich Privatgelände, du Spacko. Sag einer Frau nie, dass es Privatgelände ist. Ah, da brauchen wir wieder Nick. Warum Nummer 2? Aha, das bin ich. Du kannst hier hochspringen. Nein, nicht da. Doch, da auch. Ja, aber hier. Ja, aber ich will jetzt das hier machen. Warum machst du nicht das hier als erstes, was nah ist? Ja, guck mal, ich kann da auch hoch. Da geht's wahrscheinlich mit der Story weiter. Also muss ich da auch hinterher. Oh, super. Gleich. Hat nicht geschafft. Also soll ich erst hier hoch? Würde ich sagen. Ich vermute es fast nicht. Weil es gibt 2 Wege. Hallo! Piraten. Was, Piraten? Verfluchte Piraten! Wer hat diesen Parley-Mist erfunden? Das waren die Franzosen. Glaube ich. So, ich glaube hier war nur einfach so ein bisschen sammeln. Guckst du, weil hier kann ich nicht lang. Kannst du nicht? Jetzt vielleicht. Okay, da war nur so ein Ding. Das ist ja scheiße. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Ich verstehe nicht, was mit der Crew passiert ist. Ja, das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Du, super. Was ist nach Wasserschier? Was braucht der denn nur Wasserschier? Alter, du machst jetzt nicht ernsthaft das Tor auf. Ich hab's zugemacht. Ey, den Blitzmerker, hä? Wir gehören nicht zur Crew. Ich glaube, wir sollten uns tarnen, das nächste Mal, wenn wir auf irgendwelche Engine-Veranstaltungen uns bewegen. Sicher? Mhm. Nur so eine Vermutung. Er guckt gerade sich gerade irgendwas an. Ah, da brauchst du den. Hä? Du musst den gucken. Das Blöde ist, dass der Blickwinkel. Hier, guck mal, von mir aus kannst du ihn jetzt sehen. Du musst bei mir gucken. Okay. Sag mal was also. Oben, ja. Der und dann der andere, genau. Ah. Der Blickwinkel war ein bisschen ungeschickt. Das ist ein bisschen echt Müll hier, das ist, dass du hier nicht so richtig reingehen kannst. Ja, rein theoretisch kannst du auch noch den Blickwinkel ändern. Gibt's ja in der Steuereinheit. Aber. Ja, aber da kann ich nur so machen, guck. Da habe ich nichts gesehen. Ah ja, okay. So! Komm schon! Oh. Irgendwie. Cool. Oh yeah! Oh ja! Yeah. Ich roll mich mal da drüber. Ja, ist nur für coole Leute. Deswegen darf ich da auch nicht rüber. Ja. Ich wollte sagen, deswegen kannst du es nicht. Tada! Hallo! Draußen geht nichts mehr, oder was? Ne! Okay, dann muss ich jetzt erstmal hier. Ich sehe nichts. Interessant. Dann, ist da noch was dann, drin? Dann. Wo? Schieb mal ein bisschen ins Gate. Schieb, schieb, schieb. Das hast du wunderbar gemacht. Zerpflückt habe ich einen. Hey, was macht ihr hier? Was machst du da? Bam, bam, ich bin
Alter, du steckst rum. Ich beherrsche die Martial Arts. Da hat sich irgendwas bewegt. Ja, das sieht nur so aus. Ist mir, guck mal. Ja. Da leuchtet ja was. Ein Emberstein. Ein was für ein Stein? Ein Emberstein. Das ist Bernstein. Zeig dir. Boah, jetzt haben wir so Juppies hier. So wie bei Austin Powers. Ach, guck dich an. Weißt du, wie viele namenlose... wie sagt er? Handlanger ich schon über die Jahre erledigt habe. Nein. Guck ihn, guck dich an. Du hast noch nicht mal einen Namensschild. Du hast keine Chance. Oh, guck mal, was ist das? Jetzt bin ich aber schockiert. Ist das ein Tyrkosaurus Rex? Ein Tyrkosaurus? Ja, hat der wirklich so kleine Eier? Du hast so dicke Eier? Oh, yes, please. Das wäre auch meine erste Institution. Erstmal ins Wasser springen. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Deine erste Institution? Ja. Das war absichtlich. Ja. Yeah. Und es ist scheiße warm. Mir ist warm, mir läuft Schminke ins Gesicht. Und das ist schon wieder ein anderer Film. Wir haben alles hier, um das Tier zu bändigen. Wir müssen es zum Hafen bringen. Alles klar, ich habe jetzt das Jungtier. In einer gesicherten Anlage. Warum? Wo ist es? Wo ist diese Anlage? Okay. Ich glaube, wir holen jetzt einen anderen. Folgen wir den Großen. Wir folgen den Schreien. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Autsch. Die ganze Busischi. Kommt die Szene? Das wäre zu gut. Also die Ampelszene ist schon mal da? Nee, ich glaube nicht. Alter, ich glaube die Pizza, die hat einer bezahlt, Mann. Autsch. Die Szene kam auch. So, einer muss fahren, der andere muss wahrscheinlich werfen und schießen. Ganz schön teuer, 379, ey. Okay, ich weich aus, du fährst. Was hab ich denn da überhaupt zum Schießen? Jetzt zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was ich hab. Ich weiß nicht, wo hier. Noch, verdammt. Das könnte jetzt ein bisschen länger werden. Ups. Werf doch mal. Dann hab ich das. Ich will wissen, was. Aha, ich kann das auch explodieren lassen, was mir das bringt. Das ist die zweite Frage. Oh, Alter, Falter! Autsch! Der hat echt wehgetan, Mann. Alter, der war heftig. Komm schon, mach auf! Ich seh nichts. Au! Ich kann auch alles kaputt machen. Cool, hä? Was machst du denn das? Was wirft sie da überhaupt? Keine Ahnung. Oh, scheiße. Da war eine große Kugel. Oh, fuck. Alter, das ist eine Kugel. Das glaube ich aber auch. War nicht gedacht. Alter! Ah, oh, wieso kann ich denn jetzt ja nicht darüber lenken? Wo kommt denn jetzt her? Ich weiß nicht. Heftig, lauter Spaß. Hi! Wirf doch mal! Ich kann auch eigentlich auf die Seiten irgendwas werfen hier, aber was das bringt, glaube ich. Keine Ahnung. Mit Hühnchen. Irgendwie. Ich glaube, wir haben ihn abgehakt. Das ist so gut, ja. Die Busszene! Was soll ich tun? Keine Ahnung, ich weiche den Bus aus. Dinosaurier, Dinosaurier! Bitte. Alter, er hat den Bus ein bisschen kaputt gemacht. Jawohl! Yummy, yau! Ich sehe nichts. Das ist echt ein bisschen gay hier. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, manchmal gut. Ist die Sicht echt ein bisschen... Ja, vor allem wenn es dann so mittendrin halt anfängt zu drehen. Tja, das ist ein Rollstuhl. Nö. Ich glaube nicht. Ob der noch weiß, wo wir gerade sind? Ich glaube ja nicht. Na, da kommt er wieder. Was haben Sie mit dem? Ich will den Kleinen. Das könnte man jetzt falsch auffassen. Ja, ein bisschen. Also, unglücklich gewählt. Alter, das ist strafbar. Oh, da bist du. Er ist gerade durchs Netz gesprungen. Ja, klar. Kannst du es nicht? Ja, nee. Hi! Ja, und Mutti ist stolz auf das Kleine. Ist der Vater.
Ja, wunderbar, wir haben die Geschichte beendet. Aber wir sind unserer Tradition leider diesmal nicht treu geblieben. Inwiefern? Das war die letzte Folge von der Episode. Achso, wir sind... Mit Teil 2 sind wir jetzt fertig. Und du meinst, wir sind zu lange? Ja, für unsere klassische letzte Folge. Aber die ging auch lang, von der Story her. Das ging jetzt, ja. Gut. War ganz okay, war ganz okay. Ja, aber trotzdem, wie jedes Mal, lassen wir euch mit den finalen Bildern wieder alleine. Haha. Richtig, so sieht's aus. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder zur Episode 3. Ja. Zur letzten kann man von sagen, den Episode 3? Originalen, in Anführungszeichen, original. Geht schon gut, oder? Ja, Episode 3. Ne, kann man sagen. Ja, liebe Freunde, dann macht's gut und bis dahin. Ja, lasst euch nicht beißen, ne? Ja. Ciao. Ciao.
Nächsten.